Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserer Talkrunde zu den Bundestagswahlen hier wieder aus der IHK Potsdam. Wir treffen uns mit den Direktkandidatinnen und Direktkandidaten im Wahlkreis 61, vermutlich der schönste Wahlkreis in Deutschland und sicherlich einer der spannendsten in diesem Jahr. Große Herausforderungen stehen vor uns, zig Themen, die die Wirtschaft interessieren, was passiert in einer nächsten Wahlperiode, was passiert in einer nächsten Bundesregierung. Und heute zu Gast ist bei uns von der Partei Die Linke Norbert Müller. Hallo. Herzlich willkommen in der IHK. Herr Müller, wenn man bei Ihnen auf die persönliche Website schaut, wird deutlich, dass Sie neben Ihrem Bundestagsmandat in der Parteiarbeit sich ehrenamtlich ganz stark engagieren. Für das Deutsche Kinderhilfswerk, für UNICEF, für die Regenbogenschule in Fahlern, für Babelsberg 03, Fußballfan, sehr sympathisch. Was ist das, was Ihnen Ehrenamt gibt? Warum machen Sie das? Das ist häufig der Ausgleich zu allem anderen. Also ich habe ja nicht nur das ehrenamtliche Engagement, da bin ich auch mal politisch hergekommen. Ich habe mal als Schüler eine linke Schülergruppe mitgegründet. Waren Antifa-Gruppen unterwegs. Diese Schülergruppe hieß Luca, da haben wir auch so Sachen gemacht. Ich bin in Strausberg groß geworden, wie den See zu reinigen. Da sind so Umwelt- und Naturschutzthemen Ende der 90er Jahre nochmal richtig im Osten hochgekommen. Und wir haben gesagt, das sieht hier saumäßig aus. Wir haben uns aber auch gegen Leistungsdruck an den Schulen, ich bin an so einem humanistischen Gymnasium gewesen, was ein bisschen elitär unterwegs war. Wir haben uns gegen Leistungsdruck an Schulen engagiert, zu einem Zeitpunkt, wo sich zeitgleich ein Schüler in der 7. oder 8. Klasse vor die S-Bahn gelegt hatte. Also das war sozusagen ehrenamtliches Engagement, hat mich immer begleitet. Und das ist ja bei vielen Kollegen im Bundestag so, dass das ein bisschen der Ausgleich neben dem Hauptamt ist. Mhm. Das Engagement nicht Parteien wird ohnehin erwartet. Dafür sind wir sozusagen top bezahlte Berufspolitiker. Ist auch selbstverständlich. Die Parteien leben von Ehrenamtlern, die ganz normalen Tätigkeiten nebenbei nachgehen und das quasi an ihren Wochenenden und Feierabenden machen. Machen wir logischerweise dann auch oder viele. Aber natürlich gibt es eben auch Links- und Rechtssachen davon. Und ich habe in Fahrland, wo ich wohne, vor Jahren mit anderen Engagierten, viele parteilos, welche aus der Kirche, aber auch jemand, der in der FDP Mitglied ist und ein paar Grünen, Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, haben wir eine Bürgerinitiative gegründet, die vor Ort zum Beispiel durchgesetzt hat, dass die Regenbogenschule vergrößert worden ist, was bei der Landeshauptstadt auf der Priorität XYZ stand und dass endlich die zweite Kita, die 20 Jahre lang versprochen, aber nicht gebaut wurde, die jetzt sozusagen steht und in Betrieb ist. Das mache ich auch und das gibt auch einen Ausgleich zu sozusagen den häufig frustrierenden Erlebnissen im Hauptamt. Häufig aus den Erlebnissen kommen wir noch oder wie Sie vorhaben, die besser zu machen. Ich habe das deswegen als Eingangsfrage gewählt, weil die IHK selbst ja auch ein ganz großes Netzwerk an Ehrenamtlichen ist. Wir haben so 250 Unternehmerinnen und Unternehmer, die bei uns in den Ausschüssen mitarbeiten, der Vollversammlung. Wir haben 1500 ehrenamtliche Prüferinnen und Prüfer. Das sind die duale Ausbildung mitbetreuen, die von den Firmen freigestellt werden, damit sie sich in ihrer Zeit dann hier in der IHK engagieren für die jungen Leute. Und das ist etwas, was uns natürlich auch trägt, dieses Ehrenamt. Deswegen fand ich das ganz interessant, bei Ihnen zu sehen. Wir wollen heute im Interview kleine Einspieler machen mit Unternehmerinnen und Unternehmern aus der Region, die Fragen an die Politik haben. Und wir werden starten mit einem Unternehmen aus Bamberg an der Havel, der aufs Wasser geht. Wir haben ja eine Elektrifizierung gerade in vielen Bereichen der Mobilität, ob das jetzt Automobilbranche ist, ob Scooter ist, ob es Busse sind. Wir haben ein neues Konzept erarbeitet, Solarboote, Solarantriebe, Elektroantriebe für unsere Hausboote, um einfach die Geräusche und die Lärmemissionen zu reduzieren. Nachteil ist, die Mehrkosten sind rund 20.000 Euro pro Boot, die wir komplett selber tragen müssen. Ich habe verschiedene Förderprogramme angefragt, bei der IHK, bei der ILB, beim EFRE. Die Antwort war überall die gleiche. Das Konzept, die Idee ist toll, ist zukunftsführend, aber es passt kein Förderprogramm. Meine Frage an die zukünftige Bundesregierung: Mit welchem Förderprogramm wollen Sie Solartechnologie, nachhaltige, regenerative Energie und Wasserwirtschaft zusammenbringen? Was können Sie an Förderprogramm anbieten? Was sollte der Bundestag anbieten an Förderprogramm? Also zunächst muss ich sagen, musste ich lachen, als ich die Hausboote gesehen habe. Ich habe selber einen Sportbootführerschein Binnen mal gemacht. Und wenn man auf dem Havelgewässern unterwegs ist, was ich gar nicht mehr so gerne bin, hat man seit Änderung der Binnenschifffahrtsordnung vor ungefähr 10 oder 15 Jahren, ich glaube unter Ramsauer war das als Verkehrsminister, darf ja hier jeder mit 15 PS über die Havel schippern. Das war nicht nur gut. Und wenn man sozusagen die Hobbypiloten da mit ihren Hausbooten sieht, die dann über die Havel manövrieren, okay. Trotzdem finde ich, das ist ja ein gutes Geschäftsmodell und wenn wir über Photovoltaik insgesamt reden, dann sind wir gerade hier im Wahlkreis 61, haben wir insbesondere im Norden von Potsdam heftige Debatten um Freiflächen-PV-Anlagen. Mhm. Das heißt in Satzkorn, in Marquardt, wo auf großen Ackerflächen, wenn das jetzt auch nicht gerade Topböden sind, große Freiflächenanlagen stehen, über die kann man ja reden. Aber was ich überhaupt nicht verstehe ist, wenn wir uns allein in derselben Region, nur mal in Autobahnnähe im Friedrichspark, angucken, die riesen Dachflächen, die da entstehen, da ist nicht eine PV-Anlage obendrauf.
Und das ist offensichtlich nicht attraktiv genug. Da ist die Förderpolitik schiefgegangen. Der PV-Deckel, den wir haben, vor allem wenn es um Netzeinspeisung geht, der muss meines Erachtens weg. Das sagen wir als Linke auch. Wir wollen im Gegenzug eher da, wo neu gebaut wird, immer sowas mitgebaut werden muss. Also dass wir entweder bei Einfamilienhäusern Solarthermie oder Photovoltaik auch verpflichtend mitbauen. Natürlich muss man das entsprechend fördern, damit das am Ende nicht völlig unattraktiv macht, ein Gebäude zu errichten. Aber ich glaube, für Energiewende ist das völlig unerlässlich, dass wir dann insgesamt im Bereich Photovoltaik besser vorankommen. Und wenn die auf den Havelgewässern ihren sozusagen Benziner Viertaktmotor mit genau 15 PS ersetzen durch einen Elektromotor, ist das eine gute Sache. Ich glaube, das wären tendenziell auch Sachen, die eigentlich über eine kleinteilige Wirtschaftsförderung gut funktionieren würden. Jetzt haben Sie ja auch ein Parteiprogramm geschrieben, bis 2035 100% Umstieg auf erneuerbare Energien, was super klingt. Das sind aber nur 14 Jahre. Das ist quasi nicht mal mehr übermorgen, sondern eigentlich morgen. Das heißt, wir müssten ja diese Infrastrukturen, die dafür notwendig sind, und da werden einzelne PV-Anlagen ja nicht ausreichen, eigentlich spätestens ja heute beginnen zu installieren. Wenn man sich die Planungsvorhaben anschaut in Deutschland, dann ist so ein Windpark, ja, der braucht 3-4 Jahre in der Entstehungszeit, in der Beplanung. 20% aller Windräder, die genehmigt wurden in einem Landplanungsverfahren, werden nachträglich nochmal beklagt. Das heißt, wir kommen ja eigentlich dort überhaupt nicht voran. Wie würden Sie mit diesen großen Zielen eigentlich sagen, wie das gesteuert werden muss? Müssen wir da eine Entbürokratisierung, eine Entschlackungs-, eine Beschleunigungsprogramme fahren in Deutschland? Oder wie soll andererseits das erreicht werden, dass Sie so ein hohes Ziel haben, klimaneutral zu sein? Also aus der Wirtschaft wird ja immer Entbürokratisierung gefordert. Das kann man in manchen Bereichen auch gut nachvollziehen. Teilweise liegt es auch an Genehmigungsbehörden, die sozusagen personell sehr schlank gemacht wurden. War übrigens auch mal, ist immer mal wieder eine Forderung von großen Unternehmensverbänden gewesen in den letzten 30 Jahren, den öffentlichen Dienst zu reduzieren und die Staatsfinanzen zu entschlacken, mit dem Ergebnis, dass in den Genehmigungsbehörden, gerade in den Landesbehörden hier in Brandenburg, aber auch in den kommunalen, also in unteren Bauaufsichten, unteren Naturschutzbehörden, so wenig Leute sitzen, dass die ewig brauchen. Also ich habe selber gerade einen Raum, der vorher eine Garage war, den bauen wir gerade zu einem dritten Kinderzimmer aus. Wir haben allein dafür für die Umnutzung eines bestehenden Raumes, der in einem Haus liegt, wo ringsrum nur Wohnraum ist, ein halbes Jahr gebraucht für einen Umnutzungsantrag. Und das war ein Bauantrag, der einen Aktenordner gefüllt hat. Das ist völlig irre, das muss so nicht sein. Und da mache ich der Bauaufsicht gar keine Vorwürfe, weil da schlichtweg zu wenig Kolleginnen und Kollegen sitzen. Das haben wir überall im öffentlichen Dienst. Das ist ein Problem, was man relativ schnell abräumen kann. Genehmigungsprozesse würden dann schneller laufen, wenn mehr Menschen sie bearbeiten. Das ist ein Punkt, den man in Kommunen und Ländern lösen kann. Und was die Erneuerbaren angeht, ist es ja eher so, dass man sie in den letzten Jahren zunehmend ausgebremst hat. Also gerade bei der Windenergie, die hat man ja zunehmend sozusagen ausgebremst durch landespolitische Entscheidungen, durch landespolitische Regelungen, durch neue Abstandsregelungen. Auch die neue Landesregierung in Brandenburg hat sich ja die 1500 Meter in den Koalitionsvertrag geschrieben. Das führt zum Beispiel dazu, dass es in Potsdam nahezu keine Flächen gibt, wo man überhaupt eine Windenergieanlage errichten kann. Auch das würde nur im Potsdamer Norden gehen. Flächen habe ich mir mal angeguckt mit einem Energieunternehmen, was sozusagen überhaupt denkbar wäre. Da gehen nur wenige Flächen, die gehören dann ausgerechnet dem Bund. Und der Bund sagt, auf unseren Flächen nicht. So. Da muss man sagen, das kann eigentlich nicht sein. Da würden wir mit der Energiewende, glaube ich, weiter vorankommen. Und was die Akzeptanz angeht, und das ist ja, worauf Sie anspielen, Leute beklagen die Anlagen, die haben Sorge vor Verschattung, die haben Sorge vor Lärm, die haben Sorge vor allem Möglichen. Da ist viel Angsttreiberei. Ich glaube, dem kommt man mit rationalen Argumenten gut entgegen und dem kommt man mit gut entgegen, wenn die merken, dass von der Wertschöpfung, die durch, sozusagen gerade durch eine hohe Windenergieanlage in der Region entsteht, auch was in der Region bleibt. Also Bürgerwindgeld. Ja, solche Varianten, das müssen gar nicht nur Energiegenossenschaften sein, wobei ich die total gut finde. Aber es gibt natürlich auch andere Varianten. Es gibt auch in Brandenburg Windenergieunternehmen, die zum Beispiel eben nicht Ausgleichsersatzmaßnahmen über Naturschutzfonds machen, sondern vor Ort investieren, indem sie Spielplätze bauen, indem sie sozusagen Obstplantagen aufforsten, indem sie Alleen wieder errichten. Und die Leute das vor Ort einfach auch merken und sagen, okay, ich habe davon auch was und meine Lebensqualität steigt. Aber jetzt haben Sie ja in dem Parteiprogramm auch viele Positionen, wo es um Rekommunalisierung, um Verstaatlichung, um Vergemeinschaftung geht. Auch gerade bei der öffentlichen Daseinsvorsorge, da nehme ich jetzt mal Energie, Wasser mit zu, auf Internet kommen wir gleich nochmal. Wäre der Staat an der Stelle der bessere Manager, wenn Sie eben sagen, es braucht ein halbes Jahr und füllt Aktenordner alleine Garage umzuwidmen? Wie sollte man dann die großen Dinge schneller hinbekommen, wenn der Staat da stärker eingreift? Also ich glaube, die Energiewende kriegen wir mit einem guten Mix besser hin. Da hat man die Bürgerenergiegenossenschaften ausgebremst. Das ist ja völlig unattraktiv. Also die haben quasi auch in den Ausschreibungsverfahren für die Windenergie, was sozusagen das Lukrativste ist, fast keine Chance.
Und wenn wir uns mal die Situation, wir sind hier im Wahlkreis 61 angucken, in den Kommunen, wir haben hier viele Menschen mit überdurchschnittlichen Einkommen. Es gibt hier sozusagen hohe Haushaltseinkommen und ich glaube viele und auch ein hohes Bewusstsein dafür, dass die Energiewende notwendig ist. Wenn man in Potsdam eine Bioenergiegenossenschaft, eine Windenergiegenossenschaft oder ähnliches gründen würde, wo die Leute auch sozusagen die Energieerzeugung in erreichbaren Nähe haben und nicht 300 Kilometer entfernt oder so, dann würden sie sich auch daran beteiligen und dann würde es auch gar nicht den großen Widerstand geben. Dann müsste man darüber reden, wie kommt man an Dachflächen für Photovoltaik und wie schafft man Flächen für Windenergie. Wie gesagt, es gäbe sie hier, sie sind bloß gerade nicht entwickelbar. Wobei Sie jetzt einen spannenden Punkt gebracht haben, Sie haben die Einkommensentwicklung an die Frage des Verständnisses für Energiewende geknüpft. Müsste es nicht Nein, das so habe ich gar nicht gemacht, aber ich sage, dass es sozusagen auch Menschen mit höheren Einkommen gibt, die sozusagen mit ihrem Geld möglicherweise Gutes tun wollen und die das eine sinnvolle Sache finden, zum Beispiel in die Produktion von Energie selber mit einzusteigen. Und es gibt in Brandenburg, zum Beispiel in Rehfelde, in Märkisch-Oderland, wo ich groß geworden bin, eine sehr gut funktionierende Energiegenossenschaft, die sowohl Windkraftanlagen wie auch eine Photovoltaikanlage auf der Grundschule betreiben, die übrigens genauso funktionieren, wo die Menschen, die dort Anteile haben, mit einem niedrigeren Strompreis davon profitieren. Ja. Die Akzeptanz im Ort für das, was gemacht wurde, ist natürlich viel höher, als wenn ich sozusagen einfach nur so eine Windenergieanlage mit einer Nabenhöhe 200 Meter vor die Nase kriege. Das passt gut, weil Sie jetzt in den ländlichen Raum gehen und sagen, was dort möglich ist. Das ist ein passender Einspieler für die nächste Unternehmerin, das ist Bettina Hagemann, oben aus der Prignitz. Sie wissen vielleicht, wir sind der zweitgrößte Flächenkammerbezirk in Deutschland, unten aus dem Fleming vom Barut bis ganz hoch fast an die niedersächsische Grenze. Und da hat Frau Hagemann ein Unternehmen. Keine andere Branche prägt so das Aussehen des ländlichen Raumes. Ein Landwirt ernährt heute mehr als 134 Menschen. Deshalb fordern wir von der Politik, Rahmenbedingungen zu schaffen, um dieses generationsübergreifende Wirtschaften auch in Zukunft möglich zu machen. Meine Fragen an die künftige Bundesregierung sind: Wie wollen Sie es schaffen, in den nächsten Jahren konventionelle und nicht konventionelle Landwirtschaft zu stärken und zu fördern? Und wie werden Sie Menschen im ländlichen Raum das Gefühl einer attraktiven Heimat geben? Vielleicht der Heimatbegriff bei den Linken nicht so gut aufgehoben oder kann man das trotzdem gut beantworten? Das kann man trotzdem gut beantworten. Heimat ist ja da, wo die Leute gerne leben. Die Frage ist, ob ich das jetzt völkisch aufblasen muss oder nicht. Das macht, glaube ich, am Ende den Unterschied. Ja, der ländliche Raum. Auch wir haben das ja vor der Nase in Fahrland. Wir haben auch noch einen bäuerlichen Familienbetrieb. Bauernfamilie Ruden, die da über drei Generationen sozusagen auf der Hofstelle wirtschaften. Und wenn man sich aber weit und breit umguckt, haben wir ansonsten viel Landwirtschaft im Nebenerwerb, viele Wiedereinrichter, gerade sozusagen in der Obstanbauregion Werder-Havel, die ganz schön ums Überleben kämpfen und die es extrem schwer haben. Und gerade sozusagen der Klimawandel hat ja deren Arbeitsbedingungen gerade leichter gemacht in den letzten Jahren. Wir haben hier sandige Böden, wenig gut funktionierende Böden, mit hohen Bodenwerten, man kann nicht alles anbauen und für einen kleinen Betrieb mit wenig Rücklagen dann umzusatteln, ist schwierig. Was wir trotzdem zunehmend haben, ist, dass Betriebe auf sozusagen Bioerzeugnisse umsteigen, das sozusagen auch als Branche wächst und funktioniert, aber da braucht es natürlich Unterstützung. Und gerade für so Katastrophensommer, und dieser wird ja, wir haben seit April wieder fast keinen Regen gehabt, fast keinen Niederschlag, wenn man sich sozusagen anguckt, was das bedeutet, heißt das, Landwirte werden Unterstützung brauchen. Und da finde ich auch völlig richtig, dass man mit öffentlichen Mitteln ihnen hilft, zum Beispiel andere Produktions- oder andere Erzeugnisse anzubauen. Gehen wir aber nochmal über die Landwirtschaft hinaus, weil Frau Hagemann ja auch sagt, wie gibt man den Menschen das Gefühl, dass sie gern auch im ländlichen Raum zu Hause sind. Und das ist ja nicht nur eine Frage von Landbau, Landwirtschaft, Ackerbau, sondern es ist ja auch eine Frage, wie sind die Verkehrsanbindungen, ÖPNV ein Thema, wie ist die Breitbandanbindung, wenn ich im ländlichen Raum nicht ordentlich mit dem Handy telefonieren kann, geschweige denn irgendwelche höherwertigen Anwendungen per Internet machen kann, dann ist das etwas, was auch zu einer Entwurzelung im ländlichen Raum beiträgt, die Leute in die Städte ziehen, dann gibt es dort wieder Verkehrs-, Wohnungsprobleme etc. Wie lösen Sie das, dass Sie wirklich gleichwertige Lebensbedingungen auch im ländlichen Raum schaffen, gerade was Infrastrukturen zum Beispiel im Digitalen betrifft? Also anders als die Bundeslandwirtschaftsministerin haben wir ja immer gesagt, doch, also die Milchkanne ist vielleicht ein blödes Bild, aber natürlich... Das war die Bildungsministerin. 5G das war Karliczek, das war die Bildungsministerin. Völlig richtig ist, dass in jeder Ortschaft schnelles Internet kommen muss. Und das kriegt man nur öffentlich ausgebaut. Also zu sagen, das machen wir sozusagen nach marktwirtschaftlichen Mechanismen, ist auch absehbar, dass das nicht funktioniert, dass so ein Weiler mit irgendwie 100 Einwohnern kein schnelles Internet bekommen wird.
Deswegen braucht es da öffentliche Unterstützung. Da gibt es andere Länder, gerade die skandinavischen Länder, die haben das gemacht, flächendeckend ausgebaut. Aber nicht nur die. Also Sie können, fahren Sie mal nach Nordafrika, Marokko, da haben Sie im Atlasgebirge auf 2.500 Metern LTE-Netz. Mhm. Ja? Also ein Land, was auch, wo auch fürchterliche Armut herrscht, wo aber der Ausbau von schnellem Internet mit hoher Priorität vorangetrieben wurde. Und in Deutschland sagt man aus marktwirtschaftlichen Gründen, das ist nicht möglich, weil es sich nicht rechnet. Das mag ja sein, aber da muss es öffentlich gemacht werden. Also da würden Sie investieren? Auch da wollen wir investieren. Wir sagen auch, das muss einen Rechtsanspruch darauf geben, dass Menschen schnelles Internet haben. Das gehört zur öffentlichen Daseinsvorsorge, genauso wie, dass man eine Trinkwasserleitung hat. Ja, das ist sozusagen genauso lebensnotwendig inzwischen. Und wir haben es gerade im letzten Jahr erlebt, dass Menschen aus den Städten sagen, wieder rausgehen und gerade im ländlichen Raum Hofstellen kaufen. Alte, also in Brandenburg, wenn man früher durch die Länder reingefahren ist, da stand an jedem zweiten vier Seiten Hof zu verkaufen. Das ist ja schon lange nicht mehr so. Da wird viel wiederbelebt, eine Zeit lang durch Polinnen und Polen, die hier sozusagen sesshaft geworden sind, aber inzwischen auch viel durch Berlinerinnen und Berliner, durch Menschen, die aus Hamburg kommen, aus anderen Teilen Deutschlands, die sich ansiedeln. Und dann, weil Sie den ÖPNV angesprochen haben, wir haben in Brandenburg Landkreise, die haben politisch entschieden, Dörfer unter 500 Einwohnern selbst mit dem Schulbusverkehr nicht mehr anzufahren. Das sind schlichtweg falsche Entscheidungen. Die sind nach Kassenlage getroffen worden. Ich halte die für völlig falsch. Wir haben im Wahlprogramm den Vorschlag, dass von 6 bis 22 Uhr deutschlandweit jede Siedlung im Stundentakt angefahren werden sollte. Das ist jetzt auch nicht wahnsinnig utopisch. Das sind Verhältnisse, die hat es hier ja mal gegeben, vor nicht so wahnsinnig langer Zeit. Da gibt es Menschen, die können sich daran erinnern. Und das ist, glaube ich, auch attraktiv im Moment für die Frage, ob Leute im ländlichen Raum bleiben oder dahin gehen, ob ihre Kids zum Beispiel die Chance haben, zur nächsten Grundschule zu kommen oder ob sie zwei Autos brauchen und ständig Elterntaxi spielen müssen. Oder auszubilden, auf die kommen wir auch gleich noch. Aber ich muss einfach nochmal, wenn Sie für einen Breitbandausbau so kämpfen und sagen, das ist ein Grundrecht, dass man schnelles Internet hat, wofür Sie viele Unterstützer auch in der Wirtschaft natürlich finden, dann muss ich an einer Stelle auf Ihr Wahlprogramm mal eingehen. Ich zitiere das mal zum Thema Digitalisierung, was sich für mich mehr wie so ein Schreckgespenst anhört. Unternehmen nutzen die Einführung neuer Technologien und die Digitalisierung als Anlass, um auf dem Rücken der Beschäftigten umzustrukturieren, Beschäftigte zu entlassen oder die Belegschaften zu erpressen. Das halte ich gelinde gesagt für eine steile These. Weiß nicht, woher die jetzt kommt. Wenn wir mit dem Breitbandausbau genau das ja ermöglichen wollen, dass man auch digitalisieren kann. Also wenn die Behörde zu wenig Mitarbeiter hat, hätten sie es vielleicht über eine gute digitale Anbindung schneller geschafft, ihre Garage zu genehmigen. Wo sind da die Ängste vor Digitalisierung? Das bringe ich jetzt nicht zusammen. Ja, da geht es vor allen Dingen darum, dass man durch Digitalisierung A, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser kontrollieren kann. Das wird ja auch teilweise gemacht. Also Stichwort, übrigens ein, zumindest Teil noch öffentlicher Betrieb, die Stadtentzogung Potsdam, die Fahrzeuge trackt und die Mitarbeiter kontrolliert, wo der wer wie seine Pause macht. Ja, das ist sozusagen die negativen Seiten der Digitalisierung. Oder das ausufernde Homeoffice, auch das hat ja sozusagen Chancen und Risiken. So, viele Menschen arbeiten gerne im Homeoffice, aber es heißt eben auch, wenn man Pech hat, 24/7 Erreichbarkeit. Und wir haben große Unternehmen, die sehr frühzeitig mit ihren Betriebsräten schon vor Jahren zum Beispiel Abstellzeiten für die E-Mail-Konten vereinbart haben, dass im Urlaub überhaupt keine Erreichbarkeit gewährleistet ist, damit da die Kolleginnen und Kollegen auch mal runterkommen. Bei uns war in der Corona-Krise das sehr positiv, dass wir viele Kolleginnen und Kollegen von zu Hause arbeiten lassen konnten, relativ fix, weil die Homeoffice machen konnten. Thema Homeschooling nebenbei, das war auch bei vielen eine Katastrophe. Also das war eigentlich eine große Flexibilisierung, die den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern an vielen Stellen sehr entgegengekommen ist, weil sie das auf einmal besser vereinbaren aber konnten. Auch das Risiko hat, Arbeit zu entgrenzen, was dazu führt, dass Menschen auch schneller ausbrennen können. Also sozusagen diese ständige Erreichbarkeit, dieses nicht mehr sozusagen klar abschließen können, das nicht sagen können, jetzt ist Feierabend, jetzt kümmere ich mich um meinen Garten, meine Kinder, mein Hobby, gehe einkaufen, mache meine Steuererklärung oder was auch immer. Oder Ehrenamt. Ja, oder Ehrenamt, was ja auch wichtig ist, oder mach einfach mal gar nichts, was die Leute auch brauchen, damit sie im Kopf wieder klar werden. Diese Räume, die werden ja sozusagen auch, wenn man das mal so sagen will, flexibilisiert. Die können auch ganz verschwinden durch Homeoffice. Und das ist eine Entgrenzung, die auch gefährlich ist. Insofern sind darin immer Chancen und Risiken gebunden. Das heißt, Sie sagen, die Technologisierung ist schon prinzipiell gut. Man muss sie nur, sage ich mal, im entsprechenden Rahmen. Genau, und was wir sagen wollen, es soll aus unserer Sicht natürlich nicht zum Nachteil von Beschäftigten laufen. Ja. Da, wo Risiken sind, wollen wir die minimieren, wir wollen eher die Stärken ausspielen. Jetzt komme ich, wir haben gleich noch ein Einspiel, aber ich komme vorher nochmal auf einen Punkt, weil das eben schon angesprochen wurde, so beim ländlichen Raum und Verbindungen und Schülerinnen- und Schülerzeiten. Wir Kammern haben ja ein großes traditionelles Hauptthema für uns, das sind die Auszubildenden. Das duale System in Deutschland mit der Ausbildung, was bei den Handwerkerberufen läuft oder bei den Industriegewerbeberufen im Handel hier bei uns. Die IHK ist ja etwas, wofür Deutschland in der Welt schon also wertgeschätzt oder beneidet wird von vielen. Ja?
In allen Ländern können sich eine gute Maschine kaufen, aber wenn die Person, die da steht, nicht gut ausgebildet ist, dann bringt das auch nichts. Und da hat Deutschland, glaube ich, einen großen Vorteil. Das sehen wir, wenn wir Gäste aus dem Ausland bekommen, die sagen, boah, ist interessant, ihr habt wirklich gute Fachkräfte. Wir haben aber viel zu wenig davon. Wir haben vor Corona, und das zeigt sich jetzt auch wieder, dass das langsam wieder losgeht, über 80% der Unternehmerinnen und Unternehmer bei uns in der Region gehabt, die gesagt haben, für uns ist das größte Thema Fachkräftemangel. Über 80% der Firmen haben gesagt, wir würden gerne mehr Leute einstellen, wir hätten gerne mehr Auszubildende. Wir bieten Ausbildungsplätze an, die werden aber nicht nachgefragt, weil es gar nicht so viele Jugendliche gibt, die vielleicht aus dem ländlichen Raum noch rausgehen. Und wie können wir das schaffen, diese Fachkräfte bei uns zu halten? Fachkräfteeinwanderungsgesetz wäre ein Punkt, um Menschen aus dem Ausland zu gewinnen. Wenn Sie aber davon sprechen, dass Sie eine Ausbildungsgarantie wollen, eine solidarische Umlagefinanzierung, bestrafen Sie dann nicht gerade die Unternehmen, die ohnehin händeringend danach suchen, im ländlichen Raum junge Menschen zu finden, keine finden können, und die müssen dann noch eine Strafabgabe zahlen? Ist das nicht kontraproduktiv? Es gibt ja zwei Seiten der Medaille. Die zweite Seite der Medaille ist, dass 93% aller in Brandenburg angemeldeten Unternehmen gar nicht ausbilden. 7% bilden aus. Oh, da sind natürlich auch viele Solo-Selbstständige bei, logischerweise sie nicht ausbilden können. Das verstehe ich schon. 90% der Unternehmen in unserer Region haben nicht mal 10 Mitarbeiter. Ja, aber also gerade zum Beispiel im Bereich Handwerk bilden viele aus, weil sie einfach die Betriebsnachfolge brauchen. Ja, da ist sozusagen möglicherweise 10 Jahre lang nichts passiert und jetzt merken sie, dass sie da Probleme haben. Da passiert schon was. Das hat aber schon auch was damit zu tun, ob die Region zum Beispiel so attraktiv ist, dass junge Leute hier bleiben. In den 90er und 2000er Jahren war der Wegzug ein Riesenthema. Teilweise ist das finanziell noch angereizt worden, wegzuziehen. Und ich sage auch die Arbeitsbedingungen, also in der ostdeutschen Metall- und Elektroindustrie arbeitet man 3,5 Stunden länger als im Westen für gleiche Bedingungen und das schon seit den 90er Jahren. Übrigens haben die jetzt einen Tarifabschluss letzte Woche hingekriegt in Berlin, Brandenburg und Sachsen. Das ist auch total gut, weil ich halte das für einen Standortvorteil. Aber die Linken fordern, auf 30 Wochenstunden zu gehen. Das heißt, es würde den Unternehmen noch mal ein Viertel der Arbeitszeit wegfallen. Erstmal kommen wir sozusagen genau in der Metall- und Elektroindustrie auf 35 Stunden in einem absehbaren Zeitfenster endlich. Das ist ein Standortvorteil, weil wenn ich mich entscheiden kann, ob ich zu VW gehe nach Wolfsburg, das ist nicht so wahnsinnig weit weg von Brandenburg. In Niedersachsen haben wir immerhin noch ein Stück gemeinsame Landesgrenze. Und ziehe da hin und habe sozusagen da gute Chancen als Auszubildender, verdiene gut. Oder ob ich nach Ludwigsfelde zu Mercedes-Benz gehe oder zu ZF nach Brandenburg oder zu MTU nach Ludwigsfelde, wo ich 3,5 Stunden mehr arbeiten muss, dann ist es doch möglicherweise eine absehbare Entscheidung, was dann passiert. Und insofern ist das eher ein Standortvorteil, dass wir hier die Angleichung ostendlich hinkriegen. Jetzt haben Sie Großunternehmen aus unserer Region gebracht. Ich würde gerne noch einen letzten Spot bringen von einem nicht so großen Unternehmen, der aber bei uns in Ostprignitz-Ruppin als Unternehmer sehr erfolgreich ist. Wissen und Know-how sind unsere größten Ressourcen. Und lassen Sie diese Ressourcen nicht durch unsinnige Gesetze und Verordnungen verkümmern. Wie will die zukünftige Bundesregierung dieser Regulierungswut entgegenwirken? Um die kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland nicht weiter einzubremsen und frei, flexibel und effektiv agieren zu lassen. Was antworten Sie dem Unternehmer, der als kleineres Unternehmen, die bilden auch aus, aber als kleines Unternehmen jetzt nicht einen Weltkonzern im Hintergrund hat, sondern dort in der Region sagt, ich bräuchte eigentlich eine viel größere Rechtsabteilung, um die ganze Bürokratie noch stemmen zu können? Also ich glaube, man muss sich immer im Detail angucken. Das ist ja so schnell dahingesagt, die Bürokratisierung. Woran hakt es dann am Ende? Ist es der Brandschutz? Ist es der Arbeitsschutz? Da will eigentlich im Detail dann niemand so richtig rangehen, aus gut nachvollziehbaren Gründen, weil wenn was passiert, ist die erste Frage, ob die Sachen eingehalten wurden. Also da muss man so ein bisschen, glaube ich, auch schauen, was ist eigentlich wirklich gemeint? Naja, nur wenn Sie einen Fortbildungsantrag stellen, der einen Wert hat von 500 Euro und Sie müssen da erst 2 Stunden Rechtsanwalt beauftragen, der den Antrag stellt, dann ist die Hälfte schon mal weg. Also müssen wir nicht eigentlich die Dinge so runterbrechen, dass sie für den Kunden passen, für die Unternehmerinnen und Unternehmer, die hier kleine Familienbetriebe haben, weil die einen Unterschied machen zum großen Mercedes oder MTU oder ZF, die Sie genannt haben. Die haben diese Abteilung. Ich würde es vielleicht mal umdrehen mit einem aktuellen Beispiel antworten. Mit den Corona-Hilfen des letzten Jahres. Da hat man, weil es auch Missbrauch gegeben hat, häufig im vier- oder unteren fünfstelligen Bereich, wo Leute sozusagen durch fingiertes Gewerbe versucht haben, sich Hilfen zu erschleichen oder sozusagen Mittel beantragt haben, ihren eigenen Lebensunterhalt abzusichern, die sie hätten nicht haben dürfen, wo es wirklich um geringe Summen geht, hat man mit einer hohen Verfolgungsbürokratie versucht, das auszubremsen und zu kontrollieren. Und zeitgleich arbeiten wir den Wirecard-Skandal auf, die größte Unternehmenspleite in der deutschen Geschichte, 20 Milliarden Euro weg, wo sozusagen
alle Beteiligten wussten, da läuft was schief und das Unternehmen faktisch nicht geprüft worden ist. Und man das einfach nicht wissen wollte. Oder sozusagen die Veruntreuung der Cum-Ex oder dieser Steuerraub mit den Cum-Ex-Millionen. Das würde ich schon sagen. Also wenn diese Frage so plakativ gestellt wird, würde ich plakativ antworten. Wir haben möglicherweise eine Schieflage, dass sozusagen da, wo es um Kontrolle, Überwachung und Ähnliches geht, man bei den Kleinen wahnsinnig engmaschig hinguckt und bei den Großen ziemlich häufig, wenn die eine entsprechende Marktmacht hatten, einfach die Augen zugehalten hat. Das muss man umdrehen. Das ist auch völlig ungerecht. Das sage ich auch als Linker, das ist überhaupt nicht nachvollziehbar, warum ein Solo-Selbstständiger, der sozusagen ein paar tausend Euro zu viel beantragt, Corona-Hilfen, der jetzt steht jetzt mit einem Bein quasi im Gefängnis wegen Betrugs und sozusagen ein Großteil der derer, die sozusagen die Millionen mit den Cum-Ex sozusagen gemacht haben oder die bei Wirecard die Augen zugehalten haben, da wird nie irgendwas passieren. Das heißt schwarz-weiß, die Kleineren sollte man entlasten und die Größeren sollte man schärfen. Die Frage war ja auch schwarz-weiß gestellt. Nee, ich glaube, das ist sehr, sehr aus dem täglichen Erleben der Unternehmer so gestellt. Aber das heißt, um das aufzugreifen, Sie haben es ja auch gerade auf Ihrer Facebook-Seite und Instagram-Seite gebracht vor wenigen Tagen, Sie haben Ihrem Mitbewerber hier um das Direktmandat Olaf Scholz als Bundesfinanzminister ein Zeugnis ausgestellt. Sommerzeit ist Zeugniszeit. Sie haben aber gesagt, er ist stark versetzungsgefährdet. Und Zitat war, glaube ich, von einer Versetzung in das Bundeskanzleramt wird dringend abgeraten. Das heißt, die Linken verabschieden sich jetzt schon von der Regierungsoption, weil wenn nicht mit der SPD, mit wem würden sie dann in Regierungsverantwortung gehen? Oder stimmt das, was eigentlich jetzt auch auf Ihrer persönlichen Seite steht, als Überschrift über einer Rede, wo Sie gesagt haben, Veränderung beginnt in Opposition? Das heißt, Sie richten sich darauf ein, lieber zu gestalten oder lieber zu kritisieren? Also ich sage mal, als Familienpolitiker, so habe ich mich auch verabschiedet von den Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktion, haben wir als Linke, obwohl wir nie regiert haben, sind wir in vielen Fragen Taktgeber gewesen. Da haben Sozialdemokraten, aber auch Konservative eine ganze Reihe von Themen von uns übernommen. So, und das finde ich auch total in Ordnung, weil das zeigt übrigens, dass Demokratie funktioniert und dass gute Vorschläge aufgegriffen werden. Da müssen die Kollegen von der Union sich jetzt nicht hinstellen und sagen, wo sie es abgeschrieben haben. Das ist mir ehrlich gesagt gar nicht so wichtig. Aber natürlich hat da in Opposition Veränderung begonnen. Und viele Punkte, die zum Beispiel für Sie wichtig sind, Vereinbarkeit Familie und Beruf, die Themen, wo wir vorangekommen sind, Ganztag, der Rechtsanspruch, der jetzt, wenn der Vermittlungsausschuss eine Lösung findet, hoffentlich noch kommt, der ganze Kita-Ausbau, das sind ja Themen, die haben auch wir maßgeblich vorangebracht, haben echt viel gedrückt. So, und was die Regierungsfrage angeht, würde ich sagen, also ich hätte nichts dagegen einzuwenden, dass die Union aus der Regierung rausfliegt nach 16 Jahren. Ich kenne ziemlich viele Menschen, die hätten dagegen nichts einzuwenden. Und ich glaube auch, das würde der Demokratie durchaus gut tun. Olaf Scholz halte ich nicht für einen guten Bundeskanzler, um die nächste Frage zu beantworten. Und ich glaube auch nicht, dass die Frage sich stellen wird, dass die SPD eine Bundesregierung anführt. Das ist ja sozusagen ganz offenkundig, dass das eher nicht so sein wird. Wir haben eine rot-rot-grüne Regierungsoption überhaupt nie ausgeschlossen. Im Gegenteil, wer unser Wahlprogramm sieht, übrigens im Unterschied zu dem der Union sieht, wir wollen hohe Ausgaben tätigen, wir wollen viel umverteilen, das ist klar, aber es ist eben auch gegengerechnet. Und wir sagen auch, wenn wir 120 Milliarden Euro im Jahr mehr investieren wollen, was gigantischer Geldbatzen ist, für Infrastruktur, für Digitalisierung, für Bildung, für Kitas, für all die Bereiche, die sozusagen auch das Leben lebenswerter machen. Da muss ich beantworten, wo ich es hernehme. Auch die Union will Steuern senken und mehr investieren, sagt aber überhaupt nicht, wo sie es hernehmen will. Dann würde ich wahrscheinlich sagen, da muss die Wirtschaft eigentlich richtig gut dastehen und Brummen und Freiheiten haben, um dieses Steuergeld einzuwirtschaften. Aber die Zeit ist soweit um. Ich würde eine letzte Frage gerne stellen. Sie haben jetzt eben schon die anderen Parteien angesprochen. Wenn Sie hier in Potsdam an die anderen Kandidatinnen oder Kandidaten denken, mit wem würden Sie privat mal einen Ausflug machen? Wohin würden Sie in Brandenburg gehen? Was wäre der liebste Ort und worüber würden Sie sprechen mit den anderen Kandidatinnen oder Kandidaten hier aus dem Wahlkreis 61, außer über Politik? Wen würden Sie treffen? Ich würde wahrscheinlich wieder Annalena Baerbock treffen. In den letzten Jahren haben wir das ähnlich beantwortet. Sie ist ein bisschen älter als ich, aber wir haben gleichaltrige Kinder. Wir kennen uns, seit sie grüne Landesvorsitzende war und noch niemand sozusagen sich groß für uns interessiert hat und haben ähnliche Interessen. So, und ich finde durchaus, sagen, man soll ja die stärkste Konkurrenz nicht so besonders loben, aber das wäre dann ein bisschen blöd. Sie ist jemand, der auch in der Region verankert ist, mit dem man über Dinge reden kann. Annalena hat hier Flüchtlingsinitiativen mit unterstützt, das habe ich auch gemacht 2015/16. Da hat man sich auch getroffen, ja, und haben ähnliche Sachen gemacht, Welcome Dinner, Leute begleitet. Wir haben zusammen Abschiebungen verhindert, indem wir sozusagen uns für Leute bei der Stadt eingesetzt haben, bei der Ausländerbehörde auch gemeinsam sozusagen da unterstützt, ohne das groß an den Nagel zu hängen. Das ist sehr authentisch gewesen und das kann ich mir ehrlich gesagt mit allen anderen, die hier kandidieren, nicht vorstellen, die mehr oder weniger gut in der Region verankert sind, um das mal so zu belassen. Dann herzlichen Dank für das Gespräch, für Ihre Zeit. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.